Herzlich willkommen zur Abendschau am Montag. Im oberbayerischen Polling bei Weilheim ist ein ganz ungewöhnlicher Ort entstanden. Ein Kunstort mitten in der Natur. Kein Museum, wie man es kennt, sondern eine Säulenhalle. Eine offene Stätte, ohne Wände, ohne Eintrittszeiten, aber mit Kunstwerken aus allen Kontinenten. Jetzt ist die Säulenhalle nach gut 2 Jahren Bauzeit endgültig fertig. Die äußere Form ist streng. Ein Raster. 11x11 Säulen. Ein einziges Werk fügt sich nicht in diese Geometrie. Es stammt von dem Aktionskünstler Wolfgang Flatz. Er hat eine Plantane gepflanzt, die so groß wie möglich werden soll. Das einzige Lebende, die einzige lebende Säule. Und der Ursprung aller Säulen war sicher der Baum. Und er gedeiht, ich sehe es. Ich liebe das Werk. Natur und Kunst, eine Säulenhalle, nach allen Seiten offen, in Wiese und Wald übergehend. Diese Begegnung ist ein elementarer Bestandteil dessen, was sich Bernd Zimmer erträumt hat. Seine eigene Säule spiegelt den ganzen Kosmos. Wenn wir die Erde von oben betrachten oder von etwas außerhalb betrachten, erscheint die uns auch sehr viel positiver. Und wir merken, dass wir auch nur eine kleine Lebenszeit haben. Und eigentlich die Schönheit und das Positive daran mehr sehen sollen. Nicht immer nur positiv waren die Jahre der Planung. Jede einzelne Säule hat ihre eigene Entstehungsgeschichte. Einige steckten wegen der Ever-Given-Blockade im Suezkanal fest. Dazu Widerstand in Polling, stoer Gegner, die anfangs recht lautstark waren. Und nicht zuletzt die Schwierigkeiten in der Corona-Krise, Sponsoren zu werben. Es ist immer wieder ist es uns geglückt, dass wir weiterarbeiten können und weiterarbeiten und weiterarbeiten können. Und dann irgendwann wird es halt Realität. Das ist unsere Eröffnung. Damit ist die Halle jetzt öffentlich. Das war die Champagnerparty. Ebenfalls Corona-bedingt dürfte nur eine kleine Schar geladener Gäste zur Eröffnung kommen. Was insofern gut passt, weil die Stoa eben kein Rummelplatz werden soll. Eine Streuobstwiese wird rings um die Halle entstehen. Ruhe und Besinnung sind gefragt. Deswegen wird es weder ein Café noch ein Souvenirgeschäft geben. Ähnlich wie die Säulenhalle im antiken Athen will auch die Stoa 169 Raum bieten für das Nachdenken über die Welt. Schließlich sind hier Säulen von Künstlern aus allen Kontinenten vertreten. Jeder einzelne erzählt eine eigene Geschichte. Wie Mosaikteilchen unseres globalen Dorfes.